In diesem Tutorial werden wir uns die einfachsten Regeln zur Stammfunktionbildung anschauen, damit meine ich die Potenzfaktor- und Summenregel. Als erstes die Potenzregel. Wir werden jetzt versuchen, uns das Ganze zusammenzureimen und dann stellen wir auch eine allgemeine Formel auf. Also, wir haben hier an dieser Stelle f von x ist gleich x hoch 4. Bei der Stammfunktionsbildung fängt man ein bisschen anders als beim Ableiten an, und zwar man fängt immer gedanklich mit der neuen Hochzahl. Das bedeutet, wir addieren zu der 4 1 dazu, und natürlich ist die neue Hochzahl dann hoch 5. Und diese neue Hochzahl kommt dann immer im Kehrwert nach vorne. Also 5 bedeutet 5 Eintel, der Kehrwert ist natürlich 1 Fünftel. Das wäre dann die Stammfunktion. Wenn wir das Ganze versuchen jetzt zu verallgemeinern, dann könnten wir sagen, okay, wir haben eine Funktion f von x mit x hoch n, wobei n unbedingt verschieden von minus 1 sein muss. Wir werden gleich sehen, wieso das so wichtig ist. Und wenn wir die Stammfunktion bilden, dann erhöhen wir natürlich die Hochzahl um 1 und diese neue Hochzahl kommt unter dem Bruchstrich oder im Kehrwert nach vorne. Was passiert jetzt, wenn die Hochzahl minus 1 ist? Also, wenn n minus 1, also haben wir eine Funktion dann f von x ist gleich x hoch minus 1, wir versuchen erneut mit der Potenzregel die neue Hochzahl zu bilden. Also für unsere Stammfunktion würde das bedeuten, aus der x hoch minus 1, wenn wir 1 dazu addieren, wäre dann x hoch 0. Und da fangen schon die Probleme an. X hoch 0, irgendwas hoch 0, ist immer 1 in Mathematik. So einfach kann es ja nicht werden. Genau das ist der Hinweis, dass die Potenzregel hier an dieser Stelle nicht funktioniert. Und die tatsächliche Stammfunktion wäre in diesem Fall f von x ist gleich ln von Betrag von x. Mehr will ich hier auch nicht verraten. Ich werde dann in einem gesonderten Tutorial über die ln-Funktion als Stammfunktion reden. An dieser Stelle will ich nur darauf hinweisen, passt auf, wenn die neue Hochzahl dann hoch 0 wird. Als nächstes die Faktorregel. Mit dem Wort Faktor ist einfach diese Konstante hier 3 vor dem x gemeint. Und es ist eigentlich nur eine Erweiterung der Potenzregel. Das bedeutet, x hoch 4 können wir, wie bereits vorher besprochen, aufleiten. Also wir haben hier eine neue Hochzahl x hoch 5 und dann ein Fünftel kommt nach vorne. Und dieser konstante Faktor, hier wird er multipliziert mit x, wird auch hier mitgenommen an dieser Stelle. Und dann können wir das Ganze zusammenfassen als 3 Fünftel x hoch 5. Natürlich kann man das Ganze auch verallgemeinern. Also wir haben eine Funktion f von x der Form a mal x hoch n. Dann lautet die Stammfunktion a durch n plus 1 mal x hoch n plus 1. Mehr ist hier an dieser Stelle nicht wirklich zu sagen. Und jetzt zu der letzten hier vorgestellten Regel. Es handelt sich um die Summenregel. Es ist so ähnlich wie beim Ableiten. Wenn unsere Funktion aus mehreren Teilfunktionen besteht, also wir haben hier eigentlich drei Teilfunktionen, die alle mit Plus und Minus verknüpft sind, dann muss man jeden einzelnen Term getrennt aufleiten. Also nichts einfacher als das. Die erste kennen wir ja schon, ist dann ein Fünftel x hoch 5. Bei der nächsten hier steht eine unsichtbare x hoch 1. Aus dieser x hoch 1 wird natürlich eine x hoch 2. Und die können wir dann nach vorne ziehen. Also, vorne steht bereits die 2, dazu kommt nochmal ein halb. Und bei dem letzten Term haben wir natürlich x hoch 4, dann kommt nach vorne ein Viertel. Das Einzige, was man hier noch ein bisschen zusammenfassen könnte, 2 mal 1/2, da bleibt nur 1 stehen. Verallgemeinert sieht das Ganze so aus. Also wenn wir eine Funktion f von x haben, die aus mehreren Teilfunktionen besteht, in diesem Fall g, h und i, dann kann man jede einzelne Teilfunktion für sich selbst aufleiten bzw. für jede einzelne Funktion die Stammfunktion bilden. Die bisherigen Beispiele waren einfach und leicht nachzuvollziehen, aber man kann die Sache auch ein bisschen verkomplizieren, deshalb schauen wir uns weitere Beispielaufgaben an. Wir haben hier eine Funktion f von x und natürlich möchten wir sie aufleiten. Drei verschiedene Terme, jeder einzeln. Fangen wir mit der ersten an. Die neue Hochzahl von x ist hoch 4 und das bedeutet, es kommt ein Viertel dann nach vorne. Und bereits vorne steht dieser Faktor ein Drittel. Das können wir danach zusammenfassen. Bei dem nächsten Term haben wir im Moment x hoch 1, dann wird das Ganze zu x hoch 2. Und nach vorne kommt dann mit mal 1/2. Der Faktor wird wieder übernommen. Und der letzte Term, 19. Gut, das kann man auch anders nachvollziehen. Man kann sich überlegen, okay, was abgeleitet ergibt 19? Natürlich 19x. Das bedeutet, kurz gesagt, alleinstehende Zahlen kriegen einfach ein x dazu.
Was wir hier noch ein bisschen von der Darstellung verbessern könnten, sind die Terme. Man kann sie zusammenfassen. Wir haben dann hier am Anfang 1 Zwölftel mal x hoch 4 minus 5 halbe x Quadrat und die 19x wird einfach abgeschrieben. In einem weiteren Beispiel wollen wir uns ein bisschen die negativen Hochzahlen anschauen. Also, wir haben eine Funktion f von x und die wollen wir hier an dieser Stelle aufleiten. Auch hier fangen wir mit einer neuen Hochzahl an. Also, wir haben x hoch minus 2, wir addieren 1 dazu, dann sind wir natürlich bei hoch minus 1. Und diese neue Hochzahl kommt den Kehrwert nach vorne. Wenn ich das Ganze sehr ausführlich schreibe, dann wäre das natürlich 1 durch minus 1 und der Vorfaktor wird mal wieder übernommen. Genauso auch bei der hinteren Term. Und zwar, wir haben x hoch minus 4. Aus x hoch minus 4, wenn wir 1 dazu addieren, wird x hoch minus 3. Und dann kommt nach vorne 1 durch minus 3. Und der Vorfaktor ist in diesem Fall die minus 5. Wenn wir das Ganze noch ein bisschen zusammenfassen können, also oben haben wir dann 4, unten minus 3, deshalb minus 4 Drittel, x hoch minus 1. Und hier hinten, minus durch minus ergibt wieder plus, also plus 5 Drittel, x hoch minus 3. Bei unserem nächsten Beispiel taucht ein weiteres Problem auf, und zwar die x'er stehen unter dem Bruchstrich. In diesem Fall ist es immer empfehlenswert, zuerst die Terme ein bisschen umzuformen. Also, wir erinnern uns an eine Potenzregel aus der 8. Klasse. Wenn man ein Term nach oben zieht, dann ändert sich immer das Vorzeichen bei dem Exponenten. Das bedeutet, wenn ich das x hoch 2 nach oben ziehe, dann habe ich x hoch minus 2. Entsprechend habe ich hier x hoch minus 2. Also, wenn ich es nach oben ziehe, dann wird es zu x hoch 2. So, und jetzt ist es sauber genug, damit wir das aufleiten. Hier die neue Hochzahl ist x hoch minus 1 und es kommt den Kehrwert nach vorne. Also werden dann 2 durch minus 1 sind minus 2. Und bei der hinteren wäre die neue Hochzahl x hoch 3, dann kommt ein Drittel nach vorne. Deshalb ist es minus 1 Drittel. Sehr oft ist es allerdings auch empfehlenswert, wieder alles mit positiver Exponenten hinzuschreiben. Das bedeutet, dieser hoch minus 1 hier wäre mehr oder weniger unerwünscht. Deshalb müssen wir das x wieder unter den Bruchstrich ziehen. Also wir hätten dann minus 2 durch x hoch 1 oder durch x minus 1 Drittel x hoch 3. Das wäre dann am Ende der saubere Term. Sehr beliebt bei der Stammfunktionbildung ist auch die Wurzelfunktion. Und natürlich müssen wir auch die Wurzel in eine rationale Hochzahl umschreiben. Zur Erinnerung, es gab eine Regel, mit der man jede Wurzel in eine Hochzahl mit einem Bruch, also eine rationale Hochzahl, umschreiben muss. Und die lautete wie folgt. Wir sehen sie hier rechts an der Seite abgebildet. Also n der Wurzel aus x hoch p ist das gleiche wie x hoch p durch n. Wenn wir das auf Wurzel x beziehen, müssen wir nur eine Sache beachten. Hier an der Wurzel stehen zwei unsichtbare Zahlen. Einmal hier die 2, das ist ja die zweite Wurzel. Und das x hat hier oben ein x hoch 1. Aus diesem Grund kann man jede Wurzel als, also normale Wurzel, als x hoch 1/2 umschreiben. Und genau das werden wir auch hier an dieser Stelle nutzen. Wir schreiben erstmal die Wurzel um und dann können wir endlich an unsere Stammfunktion denken. Wir addieren 1 dazu. 0,5 plus 1 sind 1,5. Wenn wir es als Bruch darstellen, sind das 3/2. Und diese neue Hochzahl kommt den Kehrwert nach vorne. Kehrwert von 3/2 sind natürlich 2 Drittel. Drehen einfach nur diesen Bruch um. Und das wäre unsere Stammfunktion. Wenn wir das Ganze jetzt auch ein bisschen sauberer schreiben möchten, dann bleibt dieser Faktor vorne. Und dieser x hoch 3/2 ist ja nichts anderes als die Wurzel aus x hoch 3. Das wäre vielleicht ein bisschen schöner dargestellt. In unserem letzten Beispiel werde ich es vielleicht ein bisschen übertreiben. Okay, wir haben einen Quotienten oder einen Bruch. Oben Zähler und unten Nenner haben wir ein x. Vielleicht der erste Gedanke wäre hier an dieser Stelle dieser x hoch 2 nach oben zu ziehen als x hoch minus 2. Das kann man auch als mathematischer Selbstmord an der Stelle bezeichnen. Deshalb schlagen wir eine andere Taktik ein. Und zwar, das hier ist ein großer zusammengesetzter Bruch aus mehreren Teilbrüchen. Das würde, wenn wir das Ganze ein bisschen genauer anschauen, dann erkennen wir, es sind mehrere Brüche hier, die über einen Hauptnenner zusammengefasst wurden. Und das bedeutet, eine gute Taktik wäre, das Ganze nochmal zu zerlegen.
Also, es entstehen drei Brüche, x hoch 3 durch x hoch 2 minus 2x² durch x², und plus x durch x hoch 2. Gut, jetzt könnten wir kürzen. Hier kürze ich das x hoch 2 weg, hier oben bleibt nur eine x hoch 1, hier x hoch 2 ebenfalls weg und hier kürze ich ein x und hier unten bleibt dann nur noch x hoch 1. Also, wenn ich das Ganze nochmal sauber darstelle, dann habe ich hier vorne nur noch ein x stehen, dann minus 2 und hinten plus 1 durch x. Okay, wenn wir das aufleiten wollen, dann sollten wir diesen hinteren Term nochmal ein bisschen umformen. Also, die ersten zwei werden einfach abgeschrieben und bei dem hinteren haben wir dann wieder dieser x hoch minus 1. Achtet bitte auf die minus 1 hier. Das bedeutet, wenn wir die Stammfunktion bilden, für jeden einzelnen Term, hier wäre noch entspannt, wir haben eine x hoch 2 und nach vorne kommt 1 halb, minus 2 aufgeleitet sind minus 2x und wir nennen uns, ganz am Anfang haben wir darüber gesprochen, x hoch, beim x hoch minus 1 greift die Potenzregel nicht zu, sondern die Stammfunktion wäre dann einfach ln von x. Aus bestimmten Gründen setze ich das jetzt in Betragsstriche. Ich werde es jetzt nicht vertiefen, aber wie gesagt, ich mache dann extra Tutorial nur über die Stammfunktion mit ln. Kurz vor dem Ende will ich an dieser Stelle noch einen kleinen Hinweis geben. Vielleicht hat der eine oder andere von euch irgendwas vermisst jetzt bei den Stammfunktionen, deshalb will ich kurz hier was erwähnen. Und zwar, ich habe jetzt eine Stammfunktion. Natürlich zu dieser Stammfunktion kann ich normalerweise die Ableitung bilden und die Ableitung von groß f ist selbstverständlich klein f von der Darstellung. So, wenn wir das Ganze hier ableiten, dann haben wir natürlich 12x hoch 3 und die Konstante hier hinten, die 100, die fällt einfach weg beim Ableiten. Rechts eine ähnliche Funktion und die wollen wir auch ableiten. Der vordere Term ist wieder 3x hoch 4, abgeleitet sind das 12x hoch 3. Und die minus 30 hinten fällt auch weg. Also, wir sehen, zwei verschiedene Stammfunktionen haben die gleiche Ableitung. Okay, das bedeutet, wenn wir jetzt in der richtigen Richtung gehen, also die, die wir jetzt gerade besprechen. Wir haben hier die Funktion mit 12x hoch 3 und wir möchten die Stammfunktion bilden. So, den vorderen Term, dieser 3x hoch 4, kann man problemlos durch die Potenzregel und Faktorregel nachvollziehen. Das Problem ist, dieser minus 30 hier oder dieser minus 100 kann man nicht nachvollziehen. Und deshalb schreibt man für gewöhnlich dahinter plus c, c steht als Abkürzung für eine Konstante. Also beim Aufleiten oder bei der Stammfunktionbildung kann gegebenenfalls auch eine Konstante entstehen. Und es gibt bestimmte Aufgaben, vor allem die anwendungsorientierte Aufgaben, wo diese Konstante eine sehr wichtige Rolle spielt. An dieser Stelle, wie gewohnt, noch ein paar nützliche Hinweise. Aufpassen beim Rechnen mit Brüche, vor allem beim Zusammenfassen. Aufpassen beim Rechnen mit negativen Exponenten. An der Stelle n gleich minus 1 ist ganz gefährlich, wie wir am Anfang von ein paar Beispielen gesehen haben. Dann Umschreibung von Wurzel ist immer vorteilhaft für die Berechnung von Stammfunktionen. Und wenn ihr Videos zu weiterführender Regel für die Bildung der Stammfunktionen sucht, in der gleichen Playlist findet ihr für die Oberstufe zum Beispiel auch noch die lineare Substitution.